Hallo, mein lieber Wassermann, das ist deine Ende des Jahres Speziallegung. Wir wollen reinschauen, was war bis jetzt generell in deinem 2021? Wo bist du jetzt und was erwartet dich bis Ende Oktober? Was erwartet dich im November und Dezember, quasi so in diesem letzten Quartal? Ich bin dir sehr dankbar, dass du dieses Video schaust. Du kannst es gerne liken und kommentieren. Damit sorgst du für den Energieausgleich, dass es quasi alles im Balance bleibt. Und durch das Liken und Kommentieren erlaubst du dein Herz zu öffnen und damit dich die Botschaft auch wirklich auf der Herzensebene erreicht, dass nicht der Verstand einschaltet, sondern wirklich, dass die Herzensenergie fließt. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst, wenn ich was Neues poste sozusagen. Ich bin für jede Art von Spende dankbar, die Luft kommt hoch. Das heißt, mein PayPal-Link ist unten eingeblendet. Du kannst mir jederzeit eine Spende überweisen. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Die Luft kommt wieder. Bestätigung. Aber wenn du eine private Legung haben willst, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Das mache ich auch. Wir sehen uns quasi in einem Videocall und ich lese genauso wie hier nur für dich, für deine persönliche Situation die Karten und wir schauen mal rein. In das Thema, was dich interessiert, die Anfrage über die persönliche Kartenlegung sendest du mir bitte über die E-Mail, die unten eingeblendet ist. Sie heißt Post at funkyrussianglobe.blog, aber wie gesagt, die ist ebenfalls unten eingeblendet. Oder wenn du auf Instagram bist, folge mir auch auf Instagram. Dort heiße ich genauso wie hier Funky Russian Girl und schreibe mich über die DM, über die Direct Message. Ich lese alle meine Nachrichten und werde einen Termin vereinbaren und dann in dein Leben reinschauen. Okay, meine lieben Wassermänner. Ich liebe euch. Ich verbinde mich mit eurer Energie und ich liebe euch alle da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe das, was ich hier tue. Ich liebe mich, die Quelle. Ich liebe dich. Nun helfe mir, wahrhaftig, leicht und liebevoll die Botschaften zu empfangen und genauso leicht zu vermitteln. Was passiert? Was war bis jetzt im Leben der Wassermänner? 2021. Sehr berggroße Hürde. Berg von Aufgaben, Berg von Geld vielleicht. Was ist jetzt? Eher so flach. Und was erwartet im November, Dezember die Wassermänner? Okay, ich sehe so eine Art Kreislauf. Schauen wir mal. Wir schauen mal rein. Okay. Wunderbar. Okay, oh, ich hoffe, Sekunde, ich sehe hier, dass meine Kamera. Okay. Ups. Okay, das läuft. Das läuft wunderbar. Sorry. Ups, habe nämlich gesehen, dass ich hier. 20%, das sollte mich. Okay, meine lieben Wassermänner, meine liebe Quelle, was war bis jetzt im Leben der Wassermänner? Was war bis jetzt? Etwas, was euch wahnsinnig viel, also bis jetzt im Leben der Wassermänner, wie gesagt, in eurem Leben jetzt 2021, bis jetzt quasi. Es gab etwas, was euch wahnsinnig viel Stress zubereitet hat. Und ihr habt euch aber dagegen entschieden, habt erkannt, dass dieses Thema euch sehr stark manipuliert. Das ist vielleicht eine Person. Stress in der Liebe. Okay. Die Last. Die Hohepriesterin. Vielleicht die Oma. Wir schauen mal, was das bedeutet. Politik. Okay, was bedeutet Stress in den Liebenden? Vierte Kirche. Hängt dieser Stress und die Last zusammen?
Transformation. Also, es war stressig. Es war auf jeden Fall stressig, aber das kann sein, dass nicht die Beziehung stressig war, sondern die Beziehung war vielleicht euer Fluchtort sozusagen, um sich aus diesem Stress rauszuziehen. Das heißt, ihr habt euch gegenseitig geheilt, sagen wir so. Ihr habt aufeinander aufgepasst, dass es ruhig bleibt. Es gab auf jeden Fall alte Lasten, die mit einem Oma, also Hohepriesterin sehe ich als Oma, die quasi mit dem Oma-Thema verbunden waren. Da kamen auch die alten Wunden hoch sozusagen, die alten Ängste. Und man hat aber eine Entscheidung getroffen. Man hat sich vielleicht von dieser Person entfernt, man hat die Last abgeworfen, man hat immer mehr gesehen, wie stark man manipuliert war, dass man keine Entscheidung treffen konnte aufgrund von dieser Beziehung. Und man hat tatsächlich auch eine Transformation ist da stattgefunden, aufgrund von dieser, dass man sich tatsächlich vielleicht von dieser Beziehung, ja, man hat sich eine neue Kommunikation angeeignet, man hat sich neue Gedankenmuster sozusagen angelegt und diese Transformation hängt auf jeden Fall ganz stark auch mit dem nach vorn gehen sozusagen. So. Reisen. Ja, man hat sich entfernt, man hat sich nach vorn bewegt. Man hat erkannt, dass diese Last durch diese Person einen wie festgehalten hat und das hat wahnsinnig viel Stress zubereitet, aber die Liebe war euer Zufluchtsort sozusagen. Die Liebe hat euch geheilt. Durch die Liebe, durch die Beziehung konntet ihr viel mehr sehen, was da eigentlich Phase ist. Und wie gesagt, die Verbindung hat euch aufgezeigt, wie viel Quatsch da quasi, wie viel da schon passiert ist quasi hinter den Kulissen. Und ihr habt euch tatsächlich entschieden, vielleicht seid ihr auch verreist, vielleicht habt ihr euch wirklich räumlich getrennt oder ihr habt euch generell tatsächlich erlaubt, ja selber über euer Leben zu entscheiden und da ist es egal, wie alt man ist, wenn die alten Sachen noch nicht aufgelöst sind, haften die immer noch an einem, tatsächlich. Und das kann sogar sein, dass es auch automatisch sich finanziell ausgewirkt hat. Indem ihr euch von alten Energien gelöst habt, habt ihr auch gleichzeitig witzigerweise angefangen, auch Angebote zu erhalten. Das heißt, auch businesstechnisch lief sofort auch besser, sagen wir so. Was ist jetzt? Wo stecken die Wassermänner jetzt gerade? Was ist gerade jetzt im Leben eines Wassermannes? Oder einer Wasserfrau? Meine liebe Quelle. Okay. Vielleicht heilt ihr gerade das Thema Beziehung generell auch durch diese neue Verbindung und euch wird ganz klar, dass ihr bis jetzt in anderen Beziehungen so irgendwelche Schablone, also irgendwelche Traumvorstellungen nachgeahmt seid. Schaut mal das Thema Traum. Und ihr wollt da loslassen, aber etwas erlaubt es euch vielleicht noch nicht. Was bedeutet der Traum? Ja. Ja, also wie gesagt, euch wird immer mehr klar, dass egal, ob es jetzt auf Themen Punkte Beziehung oder generell in eurem Leben, dass ihr vielleicht in gewissen Themen, sagen wir mal, naiv wart, aber das wart ihr nicht. Ihr wurdet quasi, wie gesagt, euch war es nicht bewusst, dass ihr diesen quasi an diese Vorstellungen glaubt und dass sie euch eigentlich nicht gut tun. Aber bis jetzt habt ihr getan und jetzt wird euch immer mehr klar, vielleicht durch dieses Entfernen von dieser vielleicht toxischen Person, wird euch immer mehr klar, dass das Leben viel, viel mehr bietet und das Leben viel schöner ist. Und man kommt in seine, wir haben hier König der Stäbe, das heißt, eure Männlichkeit entfaltet sich ganz neu.
Sechs der Schwerte. Das heißt, ja, ihr bewegt euch immer mehr quasi Richtung, oder ja, wie soll ich sagen, ja, ihr entdeckt euch immer mehr, und durch dieses Selbstentdecken seht ihr, dass euer Leben bis jetzt, also es war nicht falsch oder so, aber ihr merkt, dass da viel los war, was eigentlich gar nicht so richtig diesem Bild entspricht, was ihr immer mehr entdeckt oder entsprochen habt. Weil wir haben hier König der Stäbe und Ass der Kelche unter dem Traum. Das heißt, ne? Neue Emotionalität als Mann oder generell neu, wenn du eine Frau bist, dass du es eigentlich siehst, dass ein Mann auch ganz anders sein kann durch diesen einen Partner, der dir eigentlich vorlebt mit seinem Leben, mit seinem Sein, dass es auch wundervolle Männer gibt. Ne? Vielleicht kann das sein, dass es vielleicht seiner Oma, Mutter sehr dominant war, oder dass deine Oma sehr dominant war, sie von ihrem Vater, also sie von ihrem Mann vergewaltigt, was auch immer wurde, Kriegszeit, was auch immer, und sie hat den Glauben an die Männer aufgegeben und hat das sehr stark geprägt. Und jetzt wird immer mehr klar, dass nein, da draußen gibt es viele wundervolle Männer, und einer ist davon dein Partner sozusagen, beziehungsweise wenn du selber ein Mann bist, dass du deine Männlichkeit immer mehr wertschätzt und eigentlich ganz neu entdeckst, dass du Gefühl jetzt zulässt, dass du Leidenschaft zulässt in dein Sein, das heißt, dass du dich ganz neu definierst, innerhalb einer Beziehung zum Beispiel. Ne? Was bedeutet Geduld? Das heißt, etwas, eine Idee reift in dir. König der Kelche. Und dir wird langsam immer mehr bewusst, das heißt, dass du dich wirklich eigentlich noch mehr zeigen möchtest. Das heißt, die alten Wunden möchten jetzt wirklich ganz klar und eigentlich vollständig geheilt werden. Die alten Wunden möchten geheilt werden, die waren bis jetzt immer verdeckt und konnten dadurch nicht heilen, ne? Na, weil die da immer mit einem Pflaster, da war ein Pullover drüber, was auch immer, deswegen war das immer gereizt. Und dir wird immer klar, dass je mehr du dich mit diesem Thema beschäftigst, sozusagen, je mehr du dich den Ängsten stellst und sagst, okay, ich habe keinen Bock mehr, das mit mir rumzutragen, ich will das jetzt aufarbeiten, bist du quasi ganz geduldig und machst diese wundervolle emotionale Arbeit, Gefühlsarbeit, tust du das echt super. Egal, ob du Mann oder Frau bist, wenn du eine Frau bist, musst du vielleicht an alten Ängsten arbeiten, die dann sagen, yeah, aber, wo du sagst, nee, ich glaube daran, ich heile meinen inneren Mann und ich erlaube auch diesem Partner an meiner Seite zu sein, weil er toll ist und ich will diese Verbindung nicht mehr cutten. Ja. 10 der Schwerte, der Hohepriester, 6 der Münzen. Das heißt, das, was früher war, wie du dich früher emotional wahrgenommen hast, wenn du ein Mann bist oder wenn du eine Frau bist, das darf jetzt gehen sozusagen. Das war aber auch sehr, sehr stark. Nicht umsonst haben wir König der Kelche. Das heißt, es entsteht schon was Neues. Aber auch hier muss erstmal, damit Platz geschaffen wird für das Neue, ne? Wenn man ein neues Möbel in die Wohnung reinbringen möchte, muss man natürlich erstmal die alten wegtransportieren. Und das geschieht gerade, dass das alte emotionale Muster von deinem inneren Mann, egal ob du Frau oder Mann bist, wird gerade im Kern erstickt. Und das ist natürlich ein Prozess, der, na, ich meine, wenn man das schon gewisse Jahre da rein in Energie investiert hat, das dauert jetzt natürlich, aber wir sehen hier, ne? Die Frau ist geduldig, die sitzt da, weil die weiß, das Kind wird kommen. Das heißt, du weißt, dass es passieren wird. Deswegen bist du so sicher und entspannt. Und du bist gerade auch dabei im Loslassprozess. Ja, du lässt alles quasi abfallen und absterben. Loslassen und Tod. Du lässt alles abfallen und absterben. Was dich quasi, ja, du müsstest gerade aus. Die alten Möbel vielleicht renovierst du wirklich gerade in deine Wohnung, wo du merkst, ach du Scheiße, selbst meine Wohnung sieht wie die Wohnung der Oma sozusagen. Ne? Das heißt, das hat sich so durchgesickert, dass diese Energien von dieser toxischen Person dein Leben so vereinnahmt haben, das hast du nicht mal gesehen. Das heißt, es kann sogar sein, wirklich, dass du jetzt umrenovierst. So. Was bedeutet Moralität? Die
Natürlich auch nicht ohne der Schwertenergie, ne, der Gedanken, das ist ja dein Element. Oh, da haben wir eine Menge von. Oh mein Gott. König der Schwerter, Bube der Schwerter, Vier der Schwerter, Acht der Schwerter. Krass. Pass auf. Das heißt, aufgrund von diesem Verarbeitungsprozess, dem Loslassen, sich befreien, willst du dich natürlich nicht mehr unterordnen. Du willst dich immer mehr befreien. Das heißt, Moralität heißt, dass es jetzt gerade auch dein Thema ist. Das heißt, bis jetzt warst du auch ein sehr braver Mensch. Du warst immer fleißig, du warst immer ein korrekter Mensch, sozusagen. Ne? Am Ende hast du auch immer du hattest ja auch immer Gutes sozusagen im Sinne. Aber jetzt darf es natürlich mit Emotionalität bereinigt werden, weil jetzt wird dir klar, dass gewisse Handlungen in deinem Leben natürlich auch von dieser Verletztheit auch dominiert wurden. Und du merkst aber, dass ohne dieses Thema du nicht weiter vorankommst. Deswegen muss es jetzt aufgearbeitet, gereinigt, verarbeitet werden, damit du wirklich wahrhaftig endlich mal eine Freiheit erlebst und dich nicht mehr unterordnen musst diesen Energien. Das heißt, man entscheidet sich, man erlaubt sich tatsächlich auch neu zu denken über sich selbst, über die Welt. Man erlaubt sich schon so ein bisschen, ne, so ein bisschen quasi neue Ideen, wie könnte es sein. Man erlaubt sich das, aber der Bube, der Schwert ist schon mal wichtig, das ist schon mal gut. Neue Entscheidungen, zack, 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 weil du liebst das. Wassermann, du liebst das, Entscheidung, zack, 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 zack. Und du erlaubst dir auch, auch zu träumen, sagen wir so. Auch wenn der Verstand manchmal sagt, mach mal ruhig, da ist schon mal, der Ritter sieht es noch nicht, aber wie gesagt, das blüht schon. Und hier kommen unsere weiteren drei Schwertenergien. Drei Karten mit Schwertenergie. König der Schwerter, Acht der Schwerter und Vier der Schwerter. Das heißt, mit dieser Männlichkeit, die natürlich viel mehr Emotionen zulässt, möchte der innere Mann auch nicht mehr kämpfen, weil er weiß, weil er merkt, die neue Partnerin, der neue Partner, akzeptiert deinen inneren Mann, so wie du bist. Das heißt, du musst dich nicht mehr beweisen. Du brauchst jetzt viel weniger Aufwand, um quasi zu kämpfen. Am Ende musst du auch gar nicht mehr kämpfen. Das heißt, auch der König der Schwerter, vielleicht kommen auch gleichzeitig die Vaterthemen hoch. Vielleicht hast du dich bis jetzt sehr stark mit dem Vater identifiziert, weil er vielleicht sehr gelitten hat. Vielleicht unter seiner Mutter, wenn es wirklich um die Oma geht. Und du hast dich sehr stark mit diesem Vater identifiziert, mit dieser Vaterrolle, die vielleicht auch Opferrolle war. Und jetzt wird dir klar, egal ob du Mann oder Frau bist, willst du dich neu entscheiden. Du stellst dich diesen alten Sachen sozusagen, diesen alten Vorstellungen und irgendwann sagst du, du willst nicht mehr kämpfen. Schwerter runter sozusagen, ne? Gewehr runter, so, Schwerter nieder. Das heißt, wie gesagt, du erkennst jetzt aktuell immer mehr sozusagen, ne? Du analysierst dein Leben immer mehr, dir wird immer mehr klar, dass du manchmal um die Nase hier rumgeführt wurdest, du sortierst gerade jetzt, bis am Punkt quasi des Sortierens, Erkennens sozusagen. Jo. So, dann schauen wir mal in Oktober. Wir schauen mal in Oktober, was ist jetzt noch, was erwartet dich noch? Ach, schau mal, schon wieder die Liebenden, das ist doch super. So, Oktober, was bringt noch der Oktober mit sich? Ganzheit. Transformation, ach schau mal. Vielleicht erlebt ihr auch als Paar noch etwas Neues gemeinsam. Vielleicht werdet ihr schwanger. Ihr traut euch was. Schau mal, vielleicht heiratet ihr. Also Mut, Transformation, Ganzheit. Schau mal. Mut, Transformation, Ganzheit. Verspieltheit. So. Aber auch Kummer. Vielleicht traut ihr euch und macht eine Partnertherapie. Das kann auch sein. Dass ihr sagt, okay, wir stellen uns jetzt
dass ihr endlich quasi diese Schizophrenie quasi beendet, sozusagen endgültig, ne? Dass man nicht das Leben der Eltern lebt, sondern dass man gemeinsam sich transformiert. Man öffnet sich quasi der Welt. Das habe ich gerade wahrgenommen. Vielleicht macht ihr eine Therapie gemeinsam. Gibt es noch eine Ergänzung? Der Magier, okay, ja. Sechster Stäbe. Also, ich sehe hier, dass man zeigt sich, man wird zum, man führt quasi, man zeigt sich, man geht nach vorn, man zieht quasi die Menschen hinter sich, beziehungsweise na, man macht den ersten Schritt. Sechster Stäbe, zweite Münzen, neunter Stäbe. Also Oktober ist nochmal dafür da, um quasi, ja. Für die Magic, sagen wir so. Auf jeden Fall ist Oktober nochmal da, um nochmal Erfahrungen zu sammeln, beziehungsweise zu verstehen vielleicht sogar, dass man entweder kurz davor ist oder bereits quasi seine Erfahrungen gesammelt hat. Man ist auch dafür da, um Magic zu machen, sagen wir so. Wir haben zwei der Münzen. Ausgleich, neue Gefühle, nach vorn gehen. Es könnte wirklich sein, dass ihr etwas gemeinsam schafft, sozusagen. Vielleicht kreiert ihr ein Business zusammen. Vielleicht geht ihr zu einer Paartherapie, sozusagen. Ich muss mal ganz kurz auf das Handy schauen. Wir haben jetzt, okay, 10%. Das kriegen wir hin. Super, 21. Okay, beeile mich. So, das heißt, auf jeden Fall, ihr transformiert euch, ihr macht euch vollständig. Also hier wird etwas zu Ende, aber auch als Paar gebracht. Das heißt, vielleicht, wie gesagt, heiratet ihr, ihr macht ein Business. Also hier wird auch, man öffnet sich nach außen, man macht etwas im Weltlichen, sagen wir so. Ja. Ihr macht euch klar, vielleicht heiratet ihr, habe gerade Heirat oder Paartherapie, etwas, fast das Gleiche, aber etwas, was tatsächlich euch zusammenschweißt, was euch gegenseitig hilft. Und da sehe ich auch dieses Öffnen nach außen sozusagen, mit den Dingen leicht umgehen, spielerisch umgehen, ja, oder ein Business, das heißt etwas, was, also ihr mit eurem Sein sozusagen, mit eurem Verhältnis füreinander, transformiert ihr quasi eure Vorstellung, wie sich ein Mann, wie sich eine Frau innerhalb der Beziehung verhält, was sie tut. Ihr macht etwas, was vielleicht in eurer Familie bis jetzt zuvor noch nie gemacht wurde. Das ist Oktober. Was, wofür ist November? Ja, Rebell. Habe ich gerade gesagt. Im Oktober macht ihr etwas total Neues für euch und auch für eure Familien sozusagen. Wofür steht November? Der Traum. Damit sozusagen, mit dieser Entscheidung, mit diesem Verhalten sozusagen, löst ihr immer mehr, schaut mal, der Traum, Gemächlichkeit, Stille und Konditionierung, löst ihr immer mehr sozusagen auch die Traumvorstellungen euch gegenseitig, vielleicht diese Dinge, was vielleicht noch nicht euch so richtig bewusst waren. Was bedeutet hier der Traum? 10 der Kelche, yes, der Traum und 10 der Kelche. Also im November steht nochmal endgültiges quasi Aufräumen von irgendwelchen komischen, also nicht komischen, aber Vorstellungen über die Beziehung, was euch gar nicht, was gar nicht mehr eures ist sozusagen. Was bedeutet Gemächlichkeit? 9 der Kelche. Geil. Emotionen pur. Emotionen pur. Ritter der Kelche und der Stille. 6 der Kelche. Oh Gott, Leute, das ist ja hier nur Emotionen. Also November wird sehr emotional, mein lieber Wassermann. Klar, weil du dich jetzt für die Emotionen entschieden hast. Du hast gesagt, du willst ein König der Kelche sein und Königin der Münzen. Das heißt, dieses Bild der Mutter, der Oma sozusagen, die sehr dominant war, das wird jetzt auch quasi aufgearbeitet. Der Gehängte.
Vielleicht sieht man dadurch sogar durch diesen inneren Prozess und auch innerhalb der Beziehung, was vielleicht die Rolle dieser Frau in diese Beziehung bis jetzt war. Ihr zieht euch zurück, auch als Paar, vielleicht macht ihr Urlaub. Der gehängte Doppelpriester. Ja, also wie gesagt, hier geht es ganz viel um Gefühle. Das ist heftig. Schaut mal. 10. Kelche, 9. Kelche, 6. Kelche, Ritter der Kelche. Emotionen pur im November für Wassermann. Heirat. Vielleicht heiratet ihr im November. Hier wird es geplant und es wird im November gleich umgesetzt. Und irgendwie ist auch diese Heirat, wenn es wirklich so ist, wenn es um eine Vereinigung geht, da bricht ihr irgendwie auch Muster sozusagen. Königin der Münzen gehängt. Vielleicht macht deine Frau, wenn du mein Mann bist, oder du als Frau, vielleicht, weiß ich nicht. Sie oder du ist wieder schwanger und ihr heiratet deswegen. Und das ist das, was ihr vielleicht noch nie wolltet, sozusagen, weil ihr wolltet nicht wegen etwas heiraten, aber es fühlt sich gut an, weil ihr sagt, scheißegal, ich habe zwar immer gesagt, ich will das nicht, aber es fühlt sich gut an. Und das Schwangersein ist vielleicht nur quasi zufällig gewesen, sozusagen, weil nicht geplant, weil der Heirat schon länger geplant war, sagen wir so. Wofür steht Dezember? Beeile mich, dass wir das Aufnehmen nicht abbricht. Empfänglichkeit. Selbstbeherrschung. Fakten und Vergangenes. Okay. So, und im Dezember lebt ihr schon das neue Leben, vielleicht als Ehepaar sozusagen. Und haften vergangenen Politik, Selbstbeherrschung, Moralität. Das kann sein, dass vielleicht entweder ihr von außen oder von innen noch an die alten Sachen entweder getriggert werden und dann kommt es auf euch drauf an. Entweder lasst ihr das zu oder ihr merkt, dass ihr jetzt tatsächlich so stark seid als Verbund, dass euch es nicht catchen kann. Was bedeutet Empfänglichkeit untereinander? Was bedeutet das? Die Herrscherin. Okay. Der Schwerter. Königin der Kelche. Ja, also die weibliche Energie, die Frau ist in dieser Beziehung wahnsinnig glücklich. Die Frau ist in dieser Beziehung wahnsinnig glücklich. Was bedeutet Haften am Vergangenen und Politik? Haften am Vergangenen und Politik, der Mond. Ach, der Kelche. Ich sehe hier, dass es hier Politik, Ach, der Kelche und Haften am Vergangenen. Vielleicht arbeiten die alten Themen immer noch oder ihr arbeitet immer noch an diesen Themen, aber ihr meistert das bravourös, weil Ach, der Kelche und der Mond. Das heißt, etwas, was vielleicht früher getriggert hat, catcht euch nicht mehr, weil ihr quasi das, was ihr im Oktober spontan vielleicht sogar geplant habt, im November umgesetzt habt. Da merkt ihr im Dezember, ihr seid so stark. Dieser Neubeginn im Dezember ist wie so ein frischer Start sozusagen. Das heißt, lass die Leute reden, so ungefähr. Was bedeutet Moralität und Selbstbeherrschung? 4. Stäbe. Ja,
tatsächlich, ihr lasst da keinen mehr sozusagen, ihr lasst da keinen mehr reinquatschen. Ihr sagt, nee, wir sind so stark. Wir sind so stark, wir lassen alles hinter uns. Wir sind so stark. Was bedeutet Moralität und Selbstbeherrschung? Wir sind so stark. Es kann vielleicht sein, dass es nicht ganz so spurlos an euch vorbeigeht, was vielleicht die Menschen über diese Entscheidung sagen, aber ihr schafft das. Es kann vielleicht sein, dass es mal kurz vielleicht, nur kurz sozusagen, weil ich meine, wir sind ja alle Menschen, lebendig mit Gefühlen. Gerechtigkeit, Zehn der Schwerter, ja. Also habt da wirklich keine Angst, das wird alles gut, auch wenn es sich vielleicht im Dezember kurz anfühlt, als wäre die ganze Welt gegen euch. Das Universum wird das für euch regeln. Das heißt, ihr seid geschützt, diese Entscheidung war göttlich geführt. Und das heißt, es gehört das zu euch, was zu euch gehört, und was quasi nicht euch nährt, wird wirklich von alleine abfallen. Wofür ist Oktober da? Oktober ist dafür da, um die Grenzen zu setzen. Das heißt, mit dieser Entscheidung, mit diesem mutigen Schritt, grenzt du dich wahrhaftig ganz stark von den Energien sozusagen. Endlich, durch das Ausbrechen, entweder alleine oder gemeinsam als Paar, grenzt ihr euch wirklich. Das heißt, ihr setzt wirklich Grenzen. Ihr setzt einen Zaun und sagt, bis hierhin und nicht weiter, Leute. Dafür ist Oktober da. Wofür ist November da? Ja, und im November wird es gehandelt. Im November wird es gehandelt. Movement. Reflect. Ja, ihr zieht euch zurück. Ihr geht nach vorn. Ihr spricht Wahrheit heraus sozusagen. Ihr reflektiert euch gegenseitig. Das heißt, es schweißt euch zusammen und ihr entdeckt endlich die Welt sozusagen. Ihr entdeckt euch gegenseitig und ihr genießt das sozusagen. Und Dezember. Wofür ist Dezember da? Oh, wow. Im Dezember kommt noch mal einiges hoch, sozusagen, aber ihr werdet das standhalten. Das heißt, es wird an euch abprallen. Das kommt noch mal wie sozusagen so eine letzte Prüfung. Ne? Sind Sie wirklich bereit dafür? Schaffen Sie das wirklich? Und das gilt dafür, um quasi zu reinigen. Das heißt, diese Sachen, die noch mal hochkommen, habt keine Angst davor. Die erscheinen noch mal, um komplett zu gehen. Das heißt, das ist eine letzte Prüfung, und wenn ihr euch eher wahrhaftig dafür entschieden habt, habt keine Angst davor. Es wird alles gut. Ja, seid quasi der Neuanfang. Seid wild. Was ist die Zahl für das, was für den Wassermann? Deine Zahl ist 2. Zusammen seid ihr stark. 2, Vereinigung. Das ist deine Zeit, mein lieber Wassermann. Ich muss jetzt versuchen, dass das Video aufgenommen wird. Alles, alles Liebe. Danke fürs Liken, danke fürs Kommentieren. Teile dieses Video. Deine persönliche Buchung, E-Mail unten, Spende unten. Ich liebe euch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Juhu, wir haben es geschafft. Video wurde aufgenommen. 3% Akku wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.